Wir lesen heute weiter im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 17 und 18. Ich lese mal den Vers 16 nochmal mit. Ein treuer, hoher Priester vor Gott ist Jesus Christus. Der Hebräerbrief ist ja sozusagen ein Brief der Beweisführung, dass Jesus der Messias ist. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott, zu versöhnen die Sünden des Volks. Denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Ein wunderbares Wort schon zum Schluss dieser Lesung, dass Jesus Christus alle Dinge kennt, die uns bewegen. Alle, ohne Ausnahme. Darum kann er uns helfen und will uns auch helfen. Er ist der Mittler geworden zwischen Gott und den Menschen. Wir haben ja gelesen, dass Jesus Christus Menschensohn auch wurde, um die Stellvertretung für uns einzunehmen, um uns wieder in den Stand der Mitregentschaft über die Schöpfung und über Gottes Händewerk zu stellen. Deswegen musste er uns gleich werden, musste er auf unsere Ebene kommen und musste für uns das, was uns verloren gegangen ist, aus der Beziehung zu Gott und auch aus der Kraft oder die Kraft verloren gegangen ist, die Dinge zu verwalten, wie sie verwaltet werden sollten, wiederherstellen. Die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater und somit zugleich auch die Kraft, vor ihm und für ihn leben zu können. Wir haben ja in Vers 7 schon gelesen, du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen, denn die Engel, das heißt also Mensch geworden, auch Menschensohn, mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Und in Vers 9 haben wir dazu nochmal gelesen, wie diese Krönung aussah. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist, denn die Engel, Jesus, wird hier deutlich genannt, sehen wir durchs Leiden des Todes gekrönt, mit Preis und Ehre. Auf dass er von Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte, dass wir auch Preis und Ehre mit ihm zusammen erlangen. Welch hohe Berufung, die Gott den Menschen anbietet in seinem Sohn. Wir sollen nicht nur Menschen sein, die hier von einem Tag zum anderen leben oder vielleicht dahin vegetieren und dann warten darauf, bis sie endlich sterben und dann ist alles vorbei. Nein, wir sollen gekrönt werden, gekrönt mit Preis und Ehre durch den Menschensohn, der für uns dies erworben hat. Wir sollen erhoben werden mit dem Menschensohn, mit Jesus Christus in die höchsten Höhen, vor das Angesicht des lebendigen Gottes, über die Engelwelt sogar. Und das sollte in uns immer wieder Freude auslösen, dass wir sogar über die ganze Schöpfung mit Christus regieren dürfen und sollen. Dass wir gar nicht in Gottes Augen so klein und mickrig, wie es in unseren Augen scheint, sein müssen. Wir fühlen uns so klein, so elendlich, ja eigentlich so manchmal ohne Perspektive. Das will Gott in Jesus Christus ändern bei uns. Ihr seid berufen, in die höchsten Höhen mit hinaufgenommen zu werden. Weil sich Gott also in Jesus Christus nicht über die Engel erbarmt, sondern über die Menschen, musste er in seiner Stellvertretung ihnen in allen Dingen gleich werden. Man kann ja niemand vertreten, wenn man keine Ahnung hat von dem anderen. Man muss also in seine Probleme, in seine Haut schlüpfen, um ihn verstehen zu können. Er musste in allen Dingen gleich werden, haben wir gelesen. Darum nahm er Fleisch und Blut an, denn er hat sich des Samens Abraham angenommen. Das heißt, er hat der Menschen, die auf Gott hofften, dass Gott etwas tut, was zu ihrem Besten dient. Denn nur die nehmen das er auch an,
die darauf gewartet haben und die auch heute eine Sehnsucht haben, etwas von Gott zu empfangen, was über das irdische Leben hinausgeht, was über diese irdische Hoffnung hinausgeht. Das ist der Same Abrahams, das heißt, dass die sind des Glaubens Abrahams. Denn er hoffte auf dies. Jesus sagt, Abraham sah meinen Tag und er freute sich. Er hoffte auf diese Erneuerung im Glauben. In allen Dingen also gleich werden. Das heißt, er musste in die leibliche Hülle kommen. Er musste auch die gleichen Anfechtungen erdulden und Leiden erfahren. Und als Krönung bei allem nicht darin zu unterliegen, sondern das, was Menschen unmöglich ist, möglich machen, nämlich der Sünde zu widerstehen, sündlos zu bleiben. Er musste uns in allem gleich werden und dennoch nicht erliegen. Und nur so konnte er uns auf dieser parallelen Ebene zu sich hinüberziehen und will das immer wieder aufs Neue tun. Im jüdischen Verständnis, und der Hebräerbrief spricht ja auch hier dieses Verständnis an, war deutlich, dass ein hoher Priester, man hatte ja einen hohen Priester, der in der Stiftshütte dienen sollte im Tempel, der als Mittler fungieren sollte, besonders am großen Feiertag, dem Jom Kippur, als Mittler zwischen Gott und dem Volk, dass es sich um einen handeln musste, der wusste, worum es ging, der wusste, wovon das Volk erlöst werden will und muss, der auch verstehen konnte, wie schwierig das Leben der Einzelnen ist und des Volkes, der mitfühlen konnte über die Schäden der Sünde und wusste, wie furchtbar es ist, wenn man der Sünde leben muss. So einen Hohenpriester, wussten sie, brauchen sie. Wir können da nicht einen zum hohen Priester wählen, der uns vor Gott vertreten soll, der gar keine Ahnung hat, wie es uns geht. Verstehen wir, das ist so ganz praktisch. Es muss einer sein, der genau weiß, was er jetzt Gott sagen soll, wie es uns geht. Es darf kein Theoretiker sein, es muss ein Praktiker sein. Der muss mit uns mitfühlen können und er muss uns vertreten können. Und das steht hier auch in der Schrift von Jesus Christus. Er musste in allen Dingen gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott und zu versöhnen die Sünden des Volks. Denn darin, worin er gelitten hat, darin kann er auch verstehen und helfen denen, die auch darin leiden, nämlich in den Schäden durch die Sünde, in die Verachtung, in der Verachtung, in der Trennung von der Gesellschaft und vieles andere mehr bis hin zum Tod. Jesus Christus wurde darum gleich nicht nur an Gebärden, wie es der Philipperbrief Kapitel 2, Vers 7 sagt, an Gebärden als ein Mensch erfunden, sondern auch in der Versuchbarkeit wurde der Menschensohn gleich. In der Versuchbarkeit. Und der Teufel hat es ja probiert. Wir kommen gleich dazu. Er hat gesagt, den können wir auch versuchen. Und vielleicht sogar zu Fall bringen. Dann kann er kein Stellvertreter mehr und hoher Priester sein für die Menschen. Dann haben wir ihn aus dem Mittel getan. Der hohe Priester als Vertreter des Volkes vor Gott musste also immer zuerst für seine Schwachheiten selber Gott opfern, bevor er das Volk versöhnlich vertreten konnte. Jeder merkte also, aha, hier ist einer, der versteht mich. Denn jetzt musste er erstmal selber ein Opfer bringen. So lesen wir es in 3. Mose 16. Ich lese uns das mal vor. Wir kehren dann zu diesem Kapitel auch nochmal zurück. In Vers 11. Und so soll er, also Aaron, der hohe Priester, den Pharren seines Sündopfers herzubringen und sich und sein Haus versöhnen und soll ihn schlachten und soll einen Napf voll Glut vom Altar nehmen, der vor dem Herrn steht und die Hand voll zerstoßenen Räucherwerk und es
hinein hinter den Vorhang bringen und das Räuchwerk aufs Feuer tun vor dem Herrn, dass der Nebel vom Räuchwerk den Gnadenstuhl bedecke, der auf dem Zeugnis ist, dass er nicht sterbe. Er soll also für sein eigenes Leben erstmal ein Opfer bringen. So, ja, dann wusste er, wofür er das tun musste. Er wusste, wie das ist, wenn man unversöhnt ist mit Gott. Er verspürte diese Schmerzen, dieser Trennung. Aber nun durfte er sich versöhnen durch dieses Opfer mit Gott und jetzt ein echter Vertreter werden, der auch das Volk vertritt. Denn in Vers 15 steht, wenn er das getan hat, danach soll er den Bock des Volks Sündopfer schlachten und sein Blut hinein. Danach. Das heißt also, Jesus Christus musste in allem uns gleich werden, auch versucht werden wie wir. Er hat Schmerzen verspürt. Er hat Verachtung verspürt, Ablehnung verspürt. Und er hat auch verspürt, dass man als Mensch sich gerne selbst verteidigen möchte und ins Licht setzen will. Aber in allem lehnte er das ab und widerstand. Wenn wir zum Beispiel in Matthäus 27, Vers 12 und 14 lesen, da kommt ja das, das Verhör vor dem Hohen Rat und auch vor Pilatus zum Tragen. Und da hat man ihn beschuldigt wie keinen anderen. Und am liebsten hätte er gesagt, es stimmt alles nicht, es ist falsch und ihr seid Lügner und falsch und dies. Und dann steht geschrieben, er sagte nichts. Das ist das, was wir nicht können. Wir müssen immer dagegen reden. Wir müssen uns immer rechtfertigen. Das Menschliche, ja. Aber er wurde genauso versucht und hat das nicht gemacht, was wir machen, sondern er blieb rein. Und auch die Macht, die er hatte, setzte er nicht ein gegen die, die ihn gefangen nahmen. Denn Petrus zeigte die menschliche Natur, als Jesus gefangen genommen werden sollte, was tat er? Wehren, ist doch klar. Schwert raus, Malchus das Ohr abhauen. Das ist das, wozu der Widersacher die menschliche Natur treibt, zur Rechtfertigung und zur Machtausübung über den Nächsten. Was sagt Jesus? Du, das könnte ich doch auch. Weißt du das nicht, Petrus? Ja, ich könnte mir doch mehr denn 12 Wildlohen Engel holen. Ich mach das aber nicht. Die Schrift soll erfüllt werden, demütig zu bleiben vor meinem Gott. Er blieb ohne Sünde. Er griff nicht ein, denn bei jedem Temperamentausbruch, auf welcher Ebene immer, ist Sünde angesagt. Weil wir nie das richtige Maß finden. Sünde ist dann immer dabei. Jesus wurde gleich, lesen wir. Er kam zu uns in der Gestalt des menschlichen Körpers als Menschensohn und er wurde genauso angefochten wie wir. Er war versucht gleich wie wir, doch ohne Sünde. Ja, ein wunderbares Wort. In 3. Mose 16 lesen wir auch noch, das ist der Jom Kippur, der Versöhnungstag, der da beschrieben wird. Da geht es ja um zwei Tiere. Um Ziegenböcke und den Hohenpriester. Dieses ist ein Bild schon vorgeschattet für das Künftige, was dann geschehen sollte in Jesus Christus. Ein Tier davon sollte ausgewählt werden, was geschlachtet wird, dessen Blut zur Versöhnung ins Allerheiligste gebracht würde. Das ist das stellvertretende Opfer Jesu für uns, ein Mensch für Mensch. Das andere Tier, das wurde in die Wüste geschickt, sozusagen durch die Auswirkung des einen Opfers wurde die Sünde
weggetan. Und der hohe Priester hatte das Amt, dieses Blut ins Allerheiligste zu führen, so wie Jesus sein Eigenblut ins himmlische Allerheiligste führte. Aber als Menschensohn war er dieses Opfer, was dem Herrn, nicht, heißt es da, das Los fiel auf den Herrn. Der Herr musste für das andere, für die Menschen geopfert werden. Ein vorgeschattetes Bild. Ein barmherziger hoher Priester sollte er sein. Also nicht nur hoher Priester schlechthin, sondern barmherzig. Und wir merken, die Form der Barmherzigkeit muss bei uns Menschen auch immer wieder angemahnt werden, denn die fehlt uns von vornherein total. Es gibt keine echte Barmherzigkeit im Leben, des menschlichen Lebens, keine echte, ohne von Gott bestätigt. Diese Form der Barmherzigkeit, die ein Mensch üben kann, hat immer eine Wechselwirkung, hat ein Verlangen, dafür etwas, sei es ideell oder materiell, zu bekommen. Aber Jesus Christus als hoher Priester war barmherzig, dass er etwas tat, ohne Verpflichtung, dass ein anderer darauf eingehen muss. Du kannst, aber du musst nicht. Du darfst, aber ich zwinge dich nicht. Ein barmherziger hoher Priester. Der hohe Priester sollte also nicht nur erkennen können, welche Not den um Sündenvergebung bittenden Menschen umgibt aufgrund seiner Sünde, sondern er sollte auch die Notwendigkeit der Fürbitte für ihn sehen. Ein Barmherziger sollte also nicht nur den Umstand erkennen, in dem der Nächste sich befindet, sondern jetzt das Richtige tun, dass dem anderen geholfen wird. Das ist Barmherzigkeit. Und solch einen hohen Priester brauchten wir, der nicht nur nach dem Gesetz irgendetwas tut und nun sieh mal zu, sondern der mitleidet mit uns, der Empfindungen hat, ja, es ist schlimm in deinem Leben, aber ich will dir doch helfen. Ich will alles tun, damit dir geholfen wird. Das musste der hohe Priester sein, das musste der Messias sein. Barmherzig sein heißt doch, wissen, wie furchtbar der Zustand der Sünde ist und wie lähmend die Sünde im Leben des Einzelnen wird. Gott in Jesus Christus konnte nur deswegen barmherzig sein, weil er gesehen hat, wie es dem Menschen geht, der in der Sünde leben muss und der die Sünde nicht abschüttelt. Nicht? Wir kennen ja diesen schmerzlichen Ausruf des Apostels Paulus, der beschrieb, wie es ihm erging, als er Jesus noch nicht kannte. Hoffnungslos bis auf die Knochen. Wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Das musste die Barmherzigkeit mittragen, wie furchtbar es ist, dass Menschen unter der Sünde leben müssen. Sie sind gequält, sie sind geknechtet, sie kommen aus ihrem Leben überhaupt nicht raus. Nichts hilft, im Gegenteil. Sie werden immer mehr benutzt zum Negativen, weil der Teufel seinen Spaß daran hat, seine Freude, den Menschen weiter zu knechten. Deswegen sagt ja die allgemeine Erfahrung, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Denn wenn das sich nicht ändert mit der Lüge, lügt er immer wieder. Sollte er zufällig mal die Wahrheit sprechen, kann man das ihm gar nicht abnehmen, weil er von vornherein, wie steht es in der Bibel, Gott ist wahrhaftig, dagegen alle Menschen sind Lügner. Aber nicht bewusste Lügner, sondern Lügner, weil sie die Wahrheit einfach nicht kennen. Und wer die Wahrheit nicht kennt, der muss immer Falsches reden. Er kann die Wahrheit nicht kennen und sie nicht reden. Es sei denn, er hat die Wahrheit in Jesus Christus empfangen. Dann kann er von dieser Wahrheit reden. Dann kann er sagen, Jesus sagt das. Und das ist dann die Wahrheit. Ansonsten hat er die Wahrheit nicht in sich. Also barmherzig sein heißt wissen, wie furchtbar der Zustand der Sünde ist
und wie lähmend die Sünde den Einzelnen bestimmt. Barmherzig sein heißt das Verlangen, der Sünde entgegenzuwirken. Das, was den Menschen zerstört. Denn Jesus spricht ja in Johannes 8 deutlich, dass der Satan ein Seelenmörder ist, der einfach nur auslöschen, töten will. Und worin Jesus gelitten hat, so haben wir hier gerade gelesen im Hebräerbrief, kann er auch helfen denen, die leiden. Aber nicht nur kann, sondern will helfen. Dieses Angebot des Hohen Priesters lautet, ich helfe dir, wenn du dir helfen lässt. So einen Hohen Priester brauchen wir. Und die jüdische Gemeinde, die gläubig wurde, wurde immer mehr in dieses Bild des wahrhaftigen Hohen Priesters hineingezogen. Richtig, wir hatten auch einen Hohen Priester Aaron und die anderen, die mussten uns ja vertreten, die mussten ja auch mitleiden können, damit sie überhaupt so beten können vor Gott, unsere Anliegen vorbringen können. Ja, und das hat Jesus auch gemacht. Also diese Gedanken sollten immer tiefer wurzeln, dass sie ganz sich für diesen einmaligen Hohen Priester entscheiden. Jesus sagt nie vorwurfsvoll zu den leidenden Menschen, ach, weißt du, so schlimm kann das gar nicht sein. Er ist ein hoher Priester, der weiß, wie schlimm es ist. Er weiß sogar, dass es schlimmer ist, als der Mensch es selber erkennt. Es ist viel schlimmer. Weil nämlich die Sünde den Tod gebiert, die ewige Trennung von Gott. So schlimm ist das. Das erkennt der natürliche Mensch nicht. Der gläubige Mensch, der sieht es. Ach, ich wäre jetzt der Verdammnis ausgeliefert gewesen, wenn ich nicht Jesus, den Hohen Priester, haben könnte. Er weiß genau, wie schlimm es ist. Er sagt nicht, so schlimm ist es nicht oder so weh kann es doch nicht tun. Er weiß, was es bedeutet, mit Geißeln geschlagen zu sein, Fleischfetzen aus dem Körper gerissen zu bekommen. Er weiß das. Wie weh das tut, wenn man Nägel durchs Fleisch geschlagen bekommt. Er weiß das. Wenn Lanzenstiche in die Seite getan werden, wenn Dornen in den Kopf gedrückt werden. Er weiß das. Das sind Schmerzen, darum steht ja im Propheten Jesaja, er war der Allerverachtetste, der Unwerteste, voller Schmerz und kranken Schmerzen, die höher und größer sind als jeder Schmerz, den wir so empfunden haben. Darum kann er uns helfen. Er kennt unseren Schmerz. Er kennt auch die Macht des Satans und des Todes, die Macht des Todes über den Sünder. Wir lesen von diesem Mitfühlen des Hohen Priesters, weil wir hier im Hebräerbrief gerade das Kriterium angesprochen haben, dass er alles verstehen kann, in Johannes 11, Vers 33 zum Beispiel, wo es um die Macht des Todes ging, unter der die Menschen litten. Und was passiert, wenn einer stirbt? Dann weint man. Ist verzweifelt, ist nicht mehr da. Ja, das war Martha und Maria auch, über den Lazarus. Und die Leute, die den Lazarus kannten, haben auch geweint. Aber nicht nur geweint, sondern sie waren auch verzweifelt darüber. In Johannes 11, Vers 33, als Jesus sah sie weinen und die Juden auch weinen, die mit ihr kamen, also mit Maria, ergrimmte er im Geist und betrübte sich selbst. Er fühlte mit. Er sah sie weinen. Wie furchtbar, welche Macht hat denn der Tod über die Menschen? Der macht sie ja kaputt. Der macht sie kaputt und lässt sie nicht mehr zur Ruhe kommen. Und dann lesen wir weiter in Vers 35 nochmal. Er sagte ja, wo habt ihr ihn hingelegt? In Vers 34 sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus gingen die Augen über. Er weinte. Ein mitfühlender hoher Priester. So einen, wie es keinen zweiten gab und gibt. Er weinte. Und in Vers 38,
Vers 37, da hörte er die Rede der Menschen, wie gequält sie waren. Konnte der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht verschaffen, dass dieser auch nicht stirbt? Da ergrimmte Jesus abermals in sich selbst und kam zum Grabe. Er fühlte mit, wie geknechtet die Menschen sind. Und darum konnte er rufen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich sehe doch, wie es euch geht. Ich fühle mit euch mit. Solch einen hohen Priester müssen wir haben. So auch, als er Jerusalem sah und als er sah, wie so die Frommen auf der einen Seite sich abmühten und kämpften, gute Menschen zu sein. Ja, in Jerusalem findet man heute auch viele. Viele orthodoxe Juden, die da alles Mögliche anstellen, damit sie gut vor Gott dastehen. Und dann sah er vom Ölberg Jerusalem an. Was tat er? Er weinte. Er weinte über die Zwecklosigkeit der Menschen, irgendwas Besonderes und Gutes sein zu wollen, weil sie Gott gefallen wollten und klappte einfach nicht. Ach, dass du doch erkenntest, was zu dieser deiner Zeit, zu deinem Frieden dient. Du hast keinen Frieden, wollte er sagen. Und er weinte. Er weinte, das ist ein hoher Priester, der mitfühlen konnte, der einfach gesehen hat, sie wollen Gutes tun und sie schaffen es einfach nicht. Und sie sind so zerstört. Sie sind blind, sie haben keinen Frieden und sie brauchen ihn aber. Und darum auch im Hebräerbrief, da kommen wir ja noch hin, im 5. Kapitel lesen wir das auch vom Mitfühlen dieses hohen Priesters im Vers 7. Er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert. Ja, geopfert, mit Tränen, weil er wusste, wie es um uns steht. Und wir taten ihm herzlich leid. Barmherziger hoher Priester, dass er ein Barmherziger sei. So haben wir gelesen. Worin wurde er denn auch versucht? Wir lesen ja bereits schon in Matthäus 4 zum Beispiel, nachdem Jesus getauft worden ist im Jordan, dass er vom Geist in die Wüste geführt worden ist und dort wurde er nach 40 Tagen Fasten und Beten vom Teufel versucht. Von demselben, der die Menschen knechtet. Von demselben, der die Menschen in Verderben geführt hat, der schon im Paradies Adam und Eva von Gott weggeführt hat. Von demselben wurde jetzt dieser Menschensohn auch versucht. Er ward versucht gleich wie wir. Und worum ging es denn da? Da ging es so geballt um die geballte Versuchung der Dinge, die uns auch beschäftigen und die uns oft zu Fall bringen. Auf drei Ebenen, an Geist, Seele und Leib, wurde er versucht. Auf der Ebene des Leibes, der materiellen Ebene, die uns ja oft so viele Sorgen und Furcht einjagt. Das Gefühlsleben wurde in Wallung gebracht und sollte gegen Gott arbeiten. Und auch die Herrschsucht. Die Herrschsucht über andere, Macht haben. Auf der Ebene wurde er auch ausprobiert. Und er widerstand auf allen Ebenen. Ich lese uns mal Matthäus 4, Vers 3. Nachdem Jesus hungerte, kam der Teufel. Und er sagte dann in Vers 3, bist du Gottes Sohn, dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Du hast doch Hunger, wenn du 40 Tage gefastet hast. Mach das. Jesus natürlich hatte einen Leib und der Leib hat auch Hunger. Aber wenn es um die Frage geht, Gemeinschaft mit Gott oder Diktat des Teufels, dann stelle ich den Hunger hinten an. Dann will ich Gemeinschaft mit Gott. Ich gehe nicht auf das Angebot des Teufels ein. Ich jage nicht meinem Leib nach seinen Bedürfnissen, wenn es dazu kommt, dass ich von Gott dabei getrennt werde. Das bedeutet doch, dass unser Christsein oft von der
Welt anhand von materiellem Segen geprüft wird, dass man sagt, ach, wenn du Christ bist, dann muss es dir doch gut gehen, materiell. Diesbezüglich wäre Paulus überhaupt kein Christ gewesen. Dem ging es schlechter als jedem von uns, materiell gesehen, und was er alles erlebt hat. Wir werden oft daran geprüft, deswegen gibt es Richtungen, die sagen, wenn du Christ bist, dann muss alles materiell gut sein. Du wirst beschenkt in allem. Daran prüfen wir dich. Du darfst keinen Hunger haben. Bist du Gottes Sohn? Dann mach aus diesen Steinen Brot und dann iss. Dann bist du es wirklich. Wenn du hungerst, na, dann bist du sicher nicht Gottes Sohn. Bist auch kein Christ. Verstehen wir? Diese Dinge, die leiblichen Dinge, die uns oft zu Not, viel Not bereiten, die hat Jesus auch durchlebt. Es war eine Versuchung gegen Gott. Was ist dir wichtiger? Dein Leib oder die Beziehung zu dem himmlischen Vater? Jesus wies trotz seines Hungers dies Ansinnen des Satans zurück. Er brauchte seine Gottessohnschaft nicht durch Essen zu beweisen. Durch den Leib, dass es dem gut zu beweisen. Das brauchte er nicht. Er wies es zurück. Und er sagte dann, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das ist die Priorität. Und da siegte Jesus über den Leib und über die Bedürfnisse des Leibes, die die Seele in Bann ziehen wollen. Und sagte nein. Er ward versucht, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Und dann ging es ja auch weiter. Dieses Feeling, was wir ja heute oftmals suchen oder manche suchen, ob der Glaube stimmt, wenn ich mich wohlfühle, dann stimmt mein Glaube. Fühle ich aber mich nicht so, dann habe ich vielleicht keinen Glauben und dann stimmt der Glaube nicht. Dieses Feeling wollte der Satan auch ansprechen. So, jetzt wollen wir mal deine Gefühlswelt sehen. Ich stelle dich auf die Zinne des Tempels, du kannst dich da runterlassen. Du wirst deinen Fuß nicht an einem Stein stoßen. Du, das ist ein herrliches Gefühl. Heute gibt es ja diese Springer, nicht? Diese Bungee-Jumper. Oh, das ist ein herrliches Gefühl, da so am Gummi zu hängen und da so, weiß ich was, 30 Meter tief dort runterzufallen. Das gibt so einen Kick, ein wunderbares Gefühl. Ja? Und Jesus sagt, nein, mache ich nicht mit. Ja? Auch wenn ich dir nicht beweise, dass ich ein Gefühl habe, aber ich gehe nicht darauf ein. Denn mein Gefühl ist nicht dominant, sondern die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel ist dominant. Da will ich nicht mitmachen. Es gibt viele andere Ebenen des Gefühls. Man fühlt sich heute, da sagt dann einer zum anderen, weil er so knätschig mit ihm redet, na, ich bin heute nicht gut drauf. Ja, das Gefühl ist Sieger, deswegen kann ich den anderen anblaffen, weil es mir nicht gut geht. Versteht ihr? Jesus ist aber Sieger über das Gefühl. Und er sagt, nein, du sollst Gott nicht versuchen. Das mache ich nicht. Das Gefühl ist nicht dominant. Ist da? Gut. Aber das setze ich jetzt nicht ein als Beweis, dass ich Gottes Sohn bin. Sondern das bleibt untergeordnet. Geht das Gefühl schlecht, bin ich trotzdem Gottes Sohn. Ist es gut, bin ich auch Gottes Sohn. Das hat er alles für uns aus Barmherzigkeit durchgemacht und deswegen kann er uns auch helfen. Selbst wenn es uns gefühlsmäßig schlecht geht, können wir trotzdem mit dem anderen freundlich reden. Wenn wir beten und sagen, Herr Jesus, du beschenkst mich, denn du hast das alles durchgemacht. Ja? Und Jesus sagte, ja, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Nein, nein, ich mache da nicht mit. Aber der Teufel ließ ja nicht locker, er hatte ja noch die andere Ebene, die uns Menschen auch oft erreicht. Wer will denn nicht erfolgreich sein und über andere bestimmen? Und wir sehen in unserer materiellen Welt, wie Erfolg Menschen zu Unmenschen oft macht. Sie haben schon genug, sie wollen noch mehr. Sie setzen Ellbogen ein.
Macht ausüben. Um das geht es. 1 Million reicht nicht, 10 Millionen reichen nicht. Ich will Macht, Macht. Und zwar, dann bin ich nicht verletzbar, wenn ich Macht habe. Wenn ich sagen kann, was gemacht wird und alle müssen danach tanzen, dann kann mich keiner verletzen. Das ist das Gefühl des sündigen Menschen, Macht aufzubauen. Und der Satan sagt das dann auch. Er sagt, ja, ich gebe dir Macht. Er führte ihn auf einen hohen Berg, zeigte ihm die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Das alles gebe ich dir, diese Macht über diese Dinge. Und wenn das alles deins ist, da hast du das Sagen über alles, die müssen alle nach deiner Pfeife tanzen. Da kann ja nichts mehr passieren. Du musst nur niederfallen und mich anbeten. Kriegst du alles, Macht. Und Jesus sagt, nein. Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn. Ich brauche die Macht nicht, die du mir hier anbietest, du Menschensohn. Und somit blieb er in der Gemeinschaft mit Gott. Er war versucht, gleich wie wir, blieb ohne Sünde. Und er spricht uns dadurch auch zu, du brauchst keine Macht, um dich in dieser Welt zu beweisen. Ich bin dein Erlöser, dein hoher Priester, dein barmherzige hohe Priester. So wollte auch der Satan, wie wir schon gesagt haben, diese Macht ausüben in Gethsemane und wollte Jesus animieren, sich nicht festnehmen zu lassen. Und durch Petrus zeigte er diese Macht, die ich schon angekündigt habe, dem Malchus das Ohr abzuhauen. Ja, die Macht hätte ich, aber ich nutze sie nicht. Ich bleibe auf dem verordneten Weg des Vaters, den er mir bereitet hat. Ich werde nicht ausrasten und eine falsche Macht ins Feld führen. Jesus übte die Macht nicht aus, um sich ins Recht zu setzen. Einige Stellen könnten wir dazu lesen, ganz kurz anreißen. Die Geisteshaltung der Menschen vor Gott soll nämlich Demut sein. Aber sie haben keine Demut, die muss Jesus schenken, der hohe Priester. In Matthäus 11 sagt der Herr ja, dass wir von ihm lernen sollen. Was sagt er da? Er sagt, ich im Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, ich bin sanftmütig, ich bin von Herzen demütig. Lernt von mir, übt nicht eine falsche Macht aus, wo ihr denkt, da könntet ihr was mit regeln, sondern demütig, barmherzig, lernt von mir. Oder 1. Petrus 5, Vers 6, da steht in diesem Zusammenhang Folgendes. 1. Petrus 5, Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Das müsst ihr tun, schreibt hier der Apostel. Dann werdet ihr auch mit ihm erhöht werden zur richtigen Zeit. Und wir kennen ja das Wort, das haben wir auch in den letzten Zeiten betrachtet, aus dem Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8, nicht? Mensch, dir ist gesagt, was du brauchst. Du brauchst auch Demut vor deinem Gott. Ja, das hast du ja nicht, aber halte dich an den hohen Priester. Der gibt dir das. Der hat sich nicht verteidigt in falscher Weise. Er schenkt dir das. Er ist ein barmherziger hoher Priester. Verstehen wir diese Beweisführung, die hier vorgenommen wird. Kinder Gottes sollen zum Herrschen über andere herausgefordert werden, wenn es möglich ist, zumal sie durch ihre Gotteskindschaft im Heiligen Geist alle Situationen recht beurteilen und zurechtbringen könnten. Sie hätten Vollmacht, manches zu tun und zu sagen. Aber wenn nicht die richtige Zeit und die richtige Stunde und die richtige Gelegenheit da ist, machen sie es falsch. Sie sollen herausgefordert werden, einfach mit dem Finger auf andere zuzugehen. Du hast das, 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 das. Und sie haben nicht gebetet darum, Herr, was willst du, dass dem anderen getan wird? War nicht Barmherzigkeit dabei, sondern schnurstracks auf
eine Situation zugehen. Die Versuchung soll uns nämlich vom Wort Gottes fernhalten. Darum schrieb der Apostel, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Denn das entspricht dem alten Menschen. Wenn ihr Böses mit Bösem vergeltet, also ich in meiner Person, wenn ich Böses mit Bösem vergelte und ich dann auch böse bin, also da habe ich keinen Frieden. Also mir geht es jedenfalls so. Irgendwie ist das abhanden und da bin ich erstmal ganz unruhig. Ich habe da nichts gewonnen. Und das war dann wieder ein Werk des Widersachers. Ja, er wollte mich in Unruhe bringen. Er wollte meinen Frieden klauen. Böses mit Bösem einfach vergelten. Nein, tu es nicht. Wenn du es nicht ändern kannst, lass es doch lieber anstehen. Bleib du aber im Frieden. Ja? Oder Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht. Überlasst das dem Herrn. Denn in dem Moment, wo du dich selber rächst, machst du alles falsch. Und du verlierst deine Ruhe und deinen Frieden. Diese Versuchung soll Kinder Gottes auch von der Demut und Sanftmut und der Barmherzigkeit abhalten und trennen. Aber der Herr hat das alles überwunden. Und dann haben wir ja gelesen, nach dieser Versuchung, und dann floh der Teufel eine Zeit lang von ihm. Mit anderen Worten, da können wir ja gar nichts machen. Ja, da ist er machtlos an diesem Punkt. Und so wir uns an diesen hohen Priester Jesus halten, ist der Teufel machtlos. Worin litt er? Hat gelitten wie wir. Ich will das zum Schluss auch noch anfügen. Markus 10, Vers 33 steht es zum Beispiel zusammenfassend und 34. Er litt darin, dass er in die Hände der Gottlosen kam. Wenn er in die Hände von den Jüngern gekommen wäre, die ja versuchten, alles Gute zu tun, wäre das ja noch angenehm gewesen, obwohl sie ja manches auch falsch machten. Aber in die Hände der Gottlosen, die alles falsch machten, ist er gekommen. Er kennt das. Er wurde verspottet. Er kennt das. Er wurde geschlagen, gegeißelt. Er kennt das. Er hat gelitten. Er weiß, wie das ist. Er wurde verspeit. Das ist ein Sammelbegriff für verschiedene Ausdrücke, wie ein Mensch den anderen ablehnen kann. Er kennt es. Er kennt das. Er wurde getötet mit Worten und dann mit der Tat. Er kennt das. Er hat gelitten wie wir, doch ohne Sünde geblieben. In allem hat er als treuer, barmherziger, hoher Priester überwunden. Denn Petrus schrieb dann auch, ja, warum? Er stellte alles, alles dem anheim, der Recht richtet. Der Menschensohn hat sich nicht ins Mittel gesetzt, um etwas zu regeln, sondern Vater, du regelst das. Ich bleibe auf deinem Weg. Ja, wir hatten ja das letzte Mal auch gesagt, oder vorletzte Mal, Menschensohn und Gottes Sohn zugleich. Menschensohn ist die Stellvertretung für uns. Er segnete, obwohl er verflucht wurde, von anderen geflucht. Er tat Gutes, obwohl er litt. Und genau das hat er für uns, weil wir da unfähig sind, das zu tun, erworben. Und jetzt trat er mit diesem erworbene neuen Leben mit seinem eigenen Blut vor den himmlischen Vater und sagt, so, da sind die neuen Menschen. Ich habe das alles für sie vollbracht. Jetzt musst du sie genauso ansehen. Die können das jetzt durch mich auch. Hier verstehen wir ein wenig dieses Wort, was Paulus sagt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Durch ihn, den barmherzigen hohen Priester. Denn was er für mich getan hat, das kann ich im Verbund mit ihm auch tun. Und deswegen in 3. Mose 16 noch einmal zurück, Vers 15 und 16. Danach sollte dann der Bock des Volkssündopfer geschlachtet werden und sein Blut hineingebracht werden hinter den Vorhang, allerdings nur einmal im Jahr, so wie er mit dem Blut für sich selbst ins Allerheiligste ging und sollte es vor den Gnadenstuhl sprengen.
und soll dadurch versöhnen das Heiligtum von der Unreinigkeit der Kinder Israel und von ihrer Übertretung in allen ihren Sünden. Also soll er auch tun der Hütte des Stifts, denn sie sind unrein, die sie umlagern. Über allen Anfechtungen und Leiden steht also dieses Wort von der Auferstehung der Toten und dem ewigen Leben. Jesus hat gelitten wie wir. Er ward versucht wie wir, doch ohne Sünde. Denn das, was ich aufgezählt habe, was er alles im Leiden hatte in Markus 10, das steht am Ende von Vers 34, nachdem verspeit, getötet, dann steht auferstanden am dritten Tag von den Toten. Das ist das Resultat des barmherzigen Hohenpriesters. Leben, neues Leben. Und in dieses neue Leben sollen wir auch hineingezogen werden und sollen auch immer darum bitten, dass dieses neue Leben, was vorhanden ist, uns auch bewegt. Ich lese nochmal die Verse aus dem Hebräerbrief. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu versöhnen die Sünden des Volks. Denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Eine wunderbare Beweisführung, und für die jüdischen Leser war das natürlich auch ein wichtiger Anhaltspunkt im Vergleich zu dem Gottesdienst, den sie vorher hatten, hohe Priester, wie musste der sein? Ja, Jesus war auch so, er hat das getan. Dann wollen wir ihm glauben.